Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind heute sehr aktuell am Start mit einem Diss-Track von Ju gegen sich selbst oder ein Remake. Ich weiß nicht genau, was los ist, Freunde. Ich habe es auch gerade auf Instagram irgendwie gesehen. Ich weiß noch nicht genau, was mich hier erwarten wird. Im Titel steht Diss-Track gegen mich. Was soll das sein? Mehr wissen wir noch nicht, Freunde. Wir sehen am Hotelzimmer. Und Flo der Flo in einem wunderbaren orangenen Hoodie, Freunde. Yes oder no? Fresh oder... Shit. Noch kann ich ihn zurückschicken, Leute. Seid ehrlich. Seid ganz ehrlich. Seid ganz, ganz ehrlich. Was sagt ihr? Seid wirklich ehrlich. Es poppt raus, ne? Ich weiß aber nicht genau, ob es nice oder nicht so nice ist. Freunde, bevor es aber losgeht, schauen wir jetzt hier rein. Link zum Original ist ganz oben in der Beschreibung. Lasst Liebe und Support beim Originalvideo. Da sehr wichtig. Ansonsten bin ich jetzt gespannt, was uns hier erwarten wird, Freunde. Ich muss da ganz schnell, glaube ich, den Sound einmal auf meine Kopfhörer stellen. Boom, bada bang. Wir hören rein, Freunde. Let's go. Ein Diss-Track wurde gegen mich rausgehauen. Eigentlich mehrere, aber ich eins sticht besonders hervor. Und nach etlichen dunklen, traurigen, grauen Tagen habe ich endlich wieder Mut gesammelt. Ja, Tee gegönnt, meditiert. Von wem denn? Trotzdem noch weitere Panikattacken gehabt. Aber jetzt bin ich hier und ich werde mit euch jetzt nochmal ganz kurz dieses Video reviewen. Was ist das? Ein Diss-Track gegen mich. Julian. Oh nein. Bam, dein Name hört sich an wie Jackie Chan. Was soll das sein? Mein letztes Wort auf diesem Kanal. Mediamarkt Werbung, Fanta Werbung, Synchronsprecher bei Sonic. Fanta Werbung, Freunde, hier, boom, ihr seht's doch. Deshalb hat sich Lauf 5,71 Millionen Abonnenten umsonst gemacht. Fun-Track, ja. Findest du witzig, ne? Aber liebe Freunde, hatet diesen Menschen nicht, hatet Cody Ente nicht, denn diese Person gibt uns die Essenz für dieses Video hier. Was machen wir mit Hater, liebe Freunde? Was machen wir? Wir essen sie auf. Zurück dissen? Oha! Liebe Freunde, der Track ist sehr gut. Ey, der Beatsatz und auch der Triebsatz, man sieht's langsam, Ju, Alter. Props. Die Lines sind sehr true. Aber oh, ich muss auch sagen, die neue Haarfarbe steht ihm auch. Er ist einfach ein schöner, schöner junger Mann. Es fehlt irgendwie noch etwas. Und deswegen machen wir jetzt ein Remake von diesem Meisterwerk und machen daraus ein Meisterwerk. Fuck. Lol. Dann rufen wir mal unseren guten Freund Curly an, denn jetzt ist... Oh, das ist cool. Das ist cool. Ich habe gehört, hier soll ein Song gepimpt werden. Ey, Curly ist Ehre, Mann. Ich liebe Curly. Ich weiß auch, warum er Curly heißt, Freunde, weil er einfach Curly ist. Mein letztes Wort auf diesem Kanal, du machst weiter auf YouTube. Oh, ich bin gespannt. Was soll das sein? Ich muss einfach über dich sowas von lachen. Du hast einen Twitch-Kanal, gleich Partnerschaft, was soll das sein? Du hast so viel Werbung einkassiert, deine eigene Tanzschule eröffnet, was soll das sein? Wir sind fertig, Freunde. Stun! Stun! Der Vince hat uns gerade, by the way, einen Beat geschickt. Oh, ich bin gespannt, Leute. Hammer. Alles neu, alles fresh. Ich bin wirklich gespannt, Freunde. Der Diss-Track wird zerstören. Was darf einem guten Diss-Track nicht fehlen? Ein Musikvideo. Oh! Okay, das ist krass. Wah, 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 yeah, Jimmy, yeah, woo. Julian Bam, dein Name hört sich an wie Jackie Chan. Dein Name hört sich an wie Jackie Chan. Jackie Chan, was soll das sein? Mein letztes Wort auf diesem Kanal. Du machst weiter auf YouTube mit Boolean Jam. Boolean was Jam, soll das sein? Ich muss sagen. Hä? Okay, ich muss sagen, ich habe das von den originalen Hater-Track habe ich nicht gehört. Nur gerade eben dieses bisschen, was glaube ich auch gereicht hat, wenn wir uns ganz ehrlich sind, Freunde. Wenn wir ganz ehrlich sind, ja. Aber allein eben diese Szene mit John aus den Vorhängen. Allein deswegen ist es schon Oscar-reif. Name hört sich an wie Jackie Chan. Jackie Chan. Was soll das sein? Mein letztes Wort auf diesem Kanal. Du machst weiter auf YouTube mit Boolean Jam. Boolean Jam. Was soll das sein? Ich muss einfach über dich sowas von lachen. Du hast ein Twitch-Kanal, gleich Partnerschaft. Was soll das sein? Du hast so viel Werbung einkassiert. Deine eigene Tanzschule eröffnet. Was soll das sein? Mediamarkt Werbung, Fanta Werbung, Synchronsprecher bei Sonic. Besser kann ich glauben, denn du bist ein Lappen und du bist es nie weit weg. Was soll das sein? 5,71 Millionen Abonnenten umsonst gemacht. Sag doch einfach, das ist ein soziales Experiment. Was soll das sein? Hey Leute, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, aber ich wünsche mir jetzt schon, dass dieser Song auf YouTube Music und Spotify rauskommt, damit ich ihn auf meine Playlist packen kann. Geht's nur mir so? Okay. Schade. Abonnenten umsonst gemacht. Sag doch einfach, das ist ein soziales Experiment. Was soll das du sein? Du willst sehen, wie viel du Abonnenten bei Boolean Jam machen wird, denn das ist so, aber dein Name... Okay, der
Text ist ja noch besser als ich dachte. Der Text ist ja noch besser als ich dachte, Alter. Millionen Abonnenten umsonst gemacht. Sag doch einfach, das ist ein soziales Experiment. Was soll das sein? Sehen, wie viel du Abonnenten bei Boolean Jam machen wird, denn das ist so, aber dein Name Julian. Was soll das sein? Wie Jackie Chan, jeder weiß, das ist ein Fun-Track. Ist mir egal, auch wenn die Hater dieses hier Video disliken. Ich werde meine Meinung einfach so von verbreiten. Danke Cody Ente für den einfach nicen Diss. Und jetzt kommt alle rüber, denn ich bin gleich live auf Twitch. Was soll das sein? Oh, geil, Alter. Das ist geil, Leute. Das ist geil. Leute, das ist geil, Alter. Geht alle bei Drew auf Twitch, ich schwör's euch. Geht alle bei Drew auf Twitch. Geht drauf und lasst mal Meinung da, Freunde. Ich hab, der, ich weiß nicht genau, wegen dem Pullover, Leute. Er ist halt ein bisschen groß. Ich habe eine Größe größer bestellt, aber der ist irgendwie Zeltgröße ein bisschen geworden. Aber er fühlt sich sehr comfy an und ich fühle mich sehr schön darin. Also, so schön, wie ich mich als ich fühlen kann, leider. Freunde. Gut. Ey, ich liebe diese kleinen Fun-Videos, Mann. Das war ein cooles Ding. Ich habe diesen Diss-Track nicht mitbekommen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall einen Ohrwurm von, was soll das sein? Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Was soll das sein? Ich weiß es nicht genau, Freunde, ja. Aber coole Sache. Ich mag Curly, wie gesagt. Ich möchte ihn gerne knuddeln. John war drin. John möchte ich auch knuddeln. Und Ju war auch drin. Und Ju möchten wir alle knuddeln, Freunde, ja. Deswegen, da ist das Ding. Geht jetzt auf Twitch zu Ju rüber. Lasst ihm Liebe da. Und gönnt euch einen nicen Stream mit guter Unterhaltung. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns morgen. Morgen hören wir uns einen weiteren Song von Ju an. Monster Flow. Reaction zu kommt morgen online. Also, seid schon mal gespannt drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.